Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Es steht an der dritte Community GP. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Community GPs haben wir tatsächlich keine volle Lobby. Und insofern bleiben die langsamsten Autos leer. Es gibt also heute keinen Williams. Wie kann man mitzocken? Heute gar nicht mehr. Die Anmeldung läuft immer bis donnerstags. Aber ab heute Abend kann man sich dann quasi anmelden für das Rennen. Nächsten Samstag gibt es auch wieder eine vernünftige Strecke, nämlich Baku. Dann so, wir hatten da letztes Mal irgendwie so ein Problem mit Leuten, die Lücken sehen. Ich weiß nicht, in Monaco ist das nochmal schwieriger. Lücken, die man irgendwo sieht, die nicht so richtig da sind. In Monaco gibt es nicht wirklich Lücken irgendwo. Also. Nano findet seinen Weg, ne? Ich hoffe, du hast einen Zollstock dabei, dass du vorher messen kannst, ob da eine Lücke ist oder nicht. Nano macht das so wie so vom Bildschirm im Zollstock erstmal messen, ey. So. Freunde, ich habe ein bisschen Angst. Im Alfa Romeo durch Monaco. Jetzt heißt das erstmal bitte Chat Daumen drücken, dass es nicht regnet. Ja, dieses Jahr ist wirklich, also das Handling ist eh schon schwierig dieses Jahr. Monaco ist sowieso immer schwierig und dann jetzt in Kombination dieses Jahr mit dem Handling in Monaco ist es wirklich, uff. Aber ich meine, gut, es sind jetzt nur 16 Leute, also die Chance auf Q2 ist schon mal relativ groß und die Chance in die Top 10 zu fahren ist auch relativ groß, hoffe ich mal. Sonne, Sommer, Sonne, ab in den Süden. Ich meine, gut, Q1 ist jetzt relativ Free-Shot, so, man muss nur der eine sein, der nicht der langsamste ist, dann hat man es geschafft, aber... So, schauen wir mal. Monaco dieses Jahr sehr schwierig zu fahren, finde ich. Da dass die Autos irgendwie gefühlt noch sensibler sind, ist irgendwie sehr kritisch. Okay, haben wir eine Delta-Runde? Fahren wir noch eine? Feld ist relativ auseinandergezogen. Ah, ich glaube, viele wollen jetzt im Q1 auch nichts riskieren, weil man weiß halt, eine halbwegs gute Runde reicht, ne? Oh, Tommy ist raus. Okay. Damit steht der Ausscheider wohl fest. Dadurch, dass wir jetzt tatsächlich nur 16 Leute sind, fliegt natürlich im Q1 auch nur einer raus. Und da scheint sich der Tombi schon den Platz gesichert zu haben. Also eigentlich sind alle schon weiter. Braucht man gar nicht fahren. Man kann aber natürlich ein bisschen schon mal sich eingrooven, wenn man Lust hat, ne? Tombi, woran hattet ihr liegen? Leicht einen kühlen Schaden gehabt und dann war es zu dicht an der Wand dran. Ah, ich dachte schon, du hast gedacht, du opferst dich mal hier ganz uneigen, weißt du? So, einer muss ja raus, dann mache ich das mal und dann... So ungefähr kann man es aber auch sagen. Dann kann der Rest weitermachen. Komm, wir hauen uns weg hier und dann... Genau. Das ist die inoffizielle Version. Ist das Essen nachher schneller fertig, ja? Aber easy mit dem Alpha aus Q1 raus, oder? Ja, siehst du mal hier. Das ist genau das richtige Auto für mich, eindeutig. Ja, Schwitzer, habe ich doch gesagt. Ja. Easy. Mhm. Geht's weiter, pass auf. Schwitzer. Massives Untersteuern habe ich. Massives Untersteuern. Okay, wir bleiben 11. aktuell. Wer weiß, wer da noch kommt. Q3 ist definitiv nicht drin, aber mit den alten Roten jetzt wäre sowieso nicht so geil gewesen, glaube ich. Ah. Es ist so unangenehm zu fahren. Also es geht mir gar nicht so sehr um die Qualifying-Platzierung. Ich habe mehr Angst einfach, dass ich das Rennen nicht überlebe. Es ist so eklig mit dem Grip. Also ich habe so untersteuern an vielen Stellen und
Auto schiebt und hüpft und rutscht. Super unangenehm zu fahren hier. Aktuell P12. Der Nascher ist raus, der Lachi ist raus, der Galdi ist raus, ich bin raus. André mit der Gritstrafe, damit bin ich genau auf 11. Das so, nehme ich doch. Nein. Das ist frech. Könnte schlechter sein. Wann hat's gelegen, weil er nicht genug Speed oder Fehler gemacht? Nee, einfach zu langsam. Okay. Mit dem Auto hier, also. Ich bin froh, wenn ich eine Runde alle durchkomme irgendwie. Dann viel Erfolg euch, lasst knallen. Jo, danke. Auch. So, dann schauen wir doch jetzt mal, wer hier. So, Jonas ist der Erste, der eine Runde fährt. 1-10-5. Player Mari 1-11-0. Ollinator 1-10-2. Da kommt Steini 1-10-1. Da kommt Sly 1-10-6. Max 1-10-1 ebenfalls. So, jetzt kommt Julian. 1-10-1, 1-10-1, 1-10-2. Vorne schon recht eng bisher. Mal gucken, wo Julian sich jetzt einsortiert. Kriegt der Provisional Pole? Nee, keine gute Runde. 1-11-8, die war ganz, ganz langsam. Weiß nicht, was da los war. Perry kommt auf P2. Oh, Junge! Eine Hundertstel! Jetzt haben wir schon drei Zeiten im 1-10-1er-Bereich. Dann kommt Steini nochmal. Und verbessert sich nochmal deutlich. Eine halbe Sekunde. 1-9-6. Sehr stark. Sehr stark. Gucken, ob Julian jetzt noch was fährt. Jawoll! Und noch schneller. 1-9-5. Aktuell die Zeit, die zu schlagen ist. Julian auf Provisional Pole jetzt. Starke Zeit. Starke Zeit. Oh, Steini nochmal nachgelegt. 1-9-3. Junge, Junge, Junge. Jetzt geht's aber los hier. Steini wieder auf Provisional Pole jetzt. 1-9-3. Perry ist unterwegs, der wird sich bestimmt verbessern. Oh, aua, 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 da war die Wand, da war die Wand. Das kostet Zeit, hier massiver Understeer, das kostet auch Zeit. Die Runde ist es schon mal nicht. Steini! Ja, Mann. P1, Pole Position, stark, Mann, gut gemacht. Das stimmt wohl, ja. Jetzt, einfach vorne wegfahren, ne, ganz gemütlich. Ja, easy, ne, einfach vorne weg, genau. Wie auch schon gesagt, wenn er keinen vorbeilässt, gewinnt er. Ja, viel Erfolg euch. Also Mago nimmt 38 Runden mit. 38? Das ist aber sehr Safety-Car-optimistisch, ne? Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, du kannst ja eh so schlecht überholen und so, wenn du ein bisschen mehr mit drin hast. Das Risiko würde ich nicht eingehen. Dann auf gute Runden, ja, aufs Überleben vor allem. Das ist halt viel. Das Ding. Ja, in der Mitte vom Feld, erste Kurve, wird bestimmt auch witzig. Ja. Toi, toi, toi. Ich habe Angst. Ja, viel Glück, Leute. Einfach überleben. Hoffentlich. Max Raketen und Start. Geil, der hat einen richtig guten Start mit den Gelben hingelegt. Junge, Junge. Adi hatte einen schlechten Start. Und er kommt nicht vorbei. Also den Start von Max hättet ihr mal sehen müssen. Also geil, der Start auf Gelben hätte ich gerne mal das Talent. Ist mit den Gelben super gut weggekommen. Konnte es aber leider dann doch nicht durchbringen. Das war schon nicht schlecht. Also Max ist von 3 auf 1 gejumpt. Stark! Also der hat wirklich beide mit Roten, der hat beide stehen gelassen. Das sah so aus, als ob die ganz losgefahren sind. Untersteuern, ey, meine Güte.
Junge, lenk doch! Junge! Habe ich Flügelschaden oder was, der mir nicht angezeigt wird? Also du bist, glaube ich, gerade vor Schwimmbad einmal kurz angeditscht. Hat zumindest mal ein geiles Stream für aus. Ah, ich muss mal nach Schaden fragen, glaube ich. Ich habe gar keinen Grip mehr. Okay, Tom, jetzt schon mal eine Strafe. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. Gap to teammate ahead is 7.8 seconds. Everything is looking good, sagt Jeff. Er sagt nichts von Schaden. Es fühlt sich an, als hätte ich keinen Flügel, ey. Okay, clear. Meine Leidtragende ist eigentlich jetzt primär nur Gall, der dahinter ist, sonst keiner mehr. Der hatte so einen guten Start, da wäre es ihm lieber gewesen, wenn er da vorbeigekommen wäre, glaube ich. Mhm. Jetzt hängt er hinter mir fest. Na gut, Lachi dahinter auf Rot, der geht auch gleich bestimmt, der kann eh europäisch nicht gehen und dann hast du 15 Sekunden vor Max. Aber Max ist auch wieder verdammt schnell. Was der für roten Zeiten jetzt fährt. Ich meine, gut, das ist halt auch eine Qualifying-Strecke, ne? Hätte Marco sich, egal, der sich besser qualifizieren müssen, dass er nicht hinter mir hängt. Scorpio-Zeitstrafe. Vorbeilassen ist ja jetzt auch nicht, das machen wir nicht hier. Jetzt gibt es die ersten Boxenstops. Die ersten ohne Flügelschaden. Geh ich mal von aus, ne? Also Olli und Sly sind jetzt... Ja, ich hab mir gerade einen geholt zum Schluss. Ja. Und dann habe ich einen Missklick auf harte Reifen gemacht und muss kurz fast stehen bleiben, um auf Gelbe zu gehen. Oh nein. Oh, gut. Aber ist gut gegangen. Ja, gut, hat halt irgendwie 2-3 Sekunden wahrscheinlich noch extra gekostet, aber... und, aber. Oha, Achtung. Ja. Oh, was der Lach jetzt macht hier mit Scorpion und dir. Okay, the car behind is catching you by 5/10 a lap. Also Roadblock Walle funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Ja, woher kommt zu Monaco, ne? Aber also, wirklich, es tut mir leid, ich lasse jetzt nicht alle absichtlich vorbei. So. Das ist halt die Strecke, ne? Das ist halt die Strecke. Sieht halt schon ganz lustig aus, wieder drei Autos. Aber wirklich echt im Getriebe kleben. Überrundig, Zombie? Ja. Naja, danach die Runde gehe ich eh rein, dann haben sie eine Lösung. Hast du einen Fahrfehler gehabt oder so? Boah, da hat mich jemand angeschoben. Oh, Galdia. Da hat mich jemand angeschoben. Sonst hätte ich die Wand nicht berührt. Pitting this lap then. Come into the pit. Das wird jetzt eine langsame Runde. Ohne Flügel. Ja, jetzt muss ich komplett schleichen. Na leider, jetzt habe ich Flügelschaden. Dunkelgelb. Harry zieht auf der Geraden neben ihm, die sind so ein bisschen am Betteln und dann hat er, glaube ich, ein bisschen den Bremspunkt verpasst. Boah, Junge. Das habe ich mal ganz langsam gemacht, damit ich keine Strafe kriege. Oh Gott, Junge, es fährt gar nicht mehr. Einfach gar nicht mehr. Ich würde es jetzt lustig machen, wenn Galdi wieder hinter dir rauskommt. Ja, ich muss da Flügel wechseln. Ich weiß nicht, ob er auch Flügel wechseln muss. Ja, das wird nicht in die Box gehen. Bei dem ist auf jeden Fall auch eins verplätschen geflogen. Schnicken Gaming fahren sie schneller. Ja, ohne Flügel fährt sich das in Monaco nicht so schnell, Schatzi. Rennen kaputt. Ich bin ja nicht der Erste und Einzige, der... Ah, nee, Galdi ist vorbei. Ich bin ja nicht der Erste und Einzige, der Flügelschaden hat hier, also. Naja, aber Galdi geht auf Rote, interessanterweise. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Oh, jetzt sind wir hier bei Lachi. Kann ich mir das direkt mal aus erster Hand angucken, wie das so ist mit dem. Guck mal, ne? Und da hat's gekracht. Da wurde Galdi abgerollt, beziehungsweise die waren nebeneinander. Lachi oder wer? Lachi und Galdi waren nebeneinander, ja. Den Berg hoch. Klar kann Galdi auch zurückziehen, ne? Weil man muss ja, glaube ich, nicht so zweit da hoch, wenn so. Ah, ist halt immer risikoreich, dieser Fight mit den Leuten aus der Box. Man will halt die Position halten, das ist immer Er hätte halt wahrscheinlich eh zurückstecken müssen, weil er oben dann da im Casino die Linkskurve kommt. Da wäre der wahrscheinlich eh nicht durchgekommen, deswegen grenzwertig halt, ne?
Wobei Lachim hätte auch ihm locker noch eine Wagenbreite Platz lassen können. Aber er ist einfach so gefahren, als wäre Galde gar nicht da. Ja, muss man im Replay dann nochmal schauen. Ja, ich hab's geklippt, ich tu's gleich mal. In Walle schicken oder was? Ja, in den F1 Channel haut oder so. Ach, Max, wieder in der Box? Ja. Oh, Julian probiert den Undercut gegen Steini. Der geht auf Weiße. Ich denke mal, Julian ist einfach schneller als Steini und sagt, jetzt komm in einer Runde, mache ich einen Undercut und mit Weiß bin ich halt zwar vielleicht langsamer, aber er kommt nicht vorbei. Also war der Top Ten ist realistisch. Ja, wenn man heile durchkommt. Ja. Nur noch Max hast du von hinten als Gefahr. Ich glaube, Lachi, André und Tommy kommen nicht ran. Dafür ist zu weit weg. Ja, ich muss ja auch erstmal heile durchkommen. Können wir auch den Flügel noch kaputt fahren und alles. Oder das Auto komplett. Das ist korrekt. Ist noch nichts geschafft hier. Also Julian ist mit Weißen schneller als Steini auf Gelben. Also schon eine Sekunde rausgefahren wieder. Dann Strafen gibt's ja auch noch. Verwarnung habe ich auch schon. Ja, ich habe den Flügel gewechselt. Oh, Max hat's, ja, hat aber sauber gemacht. Hat er sauber gemacht. Ich habe Platz gelassen. Hatte einen guten Exit auf die Gerade, war ganz nah dran. Ich habe Platz gelassen, ist er vorbei. Oh, jetzt dreh dich nicht raus, Max. War ein sauberes Überholmanöver in Monaco. Muss man auch respektieren, muss ich sagen. Ist nicht so einfach. Oh, Scorpion in der Box. Hatte der Flügelschaden, Sly? Vielleicht deswegen. Was? Ich habe mich nicht gesehen, aber wahrscheinlich hat er mich deswegen vorbeigelassen. Er hat sich gerade in der Kurve wahrscheinlich eingeholt. Ja, er war in der Box. Scorpion auch mit Strafe. 3 Sekunden vor mir, hinter mir. Ah, reicht nicht ganz für dich, Wolle. Blue Flag, Blue Flag. Jetzt habe ich auch einen minimalen Schaden vorne links, glaube ich, am Flügel. Okay, da kommt Olli. Auf jeden Fall knapp für Steini. Ja, er muss alles geben. Aber Julian ist mit gelben Reifen nur so schnell. Ja, ich habe Schaden. An sich könnte ich reingehen, wenn hinter mir reingehen. 49 Sekunden sind. Holst du frische Rote, wenn Safety Car kommt? Genau, ich verliere nichts und wenn Safety Car kommt, gewinne ich was, ne? Ja. Okay. Weil den Scorpio wissen nicht, wir kriegen mit frischen Roten und Flügelschaden. Genau. Ja, doch, der Deini ist minimal schneller, so 2 Zehntel bis er da rausgeholt. Oh, Perry in der Box. Auch neue Flügel. Das ist so krass, wie viele Flügel getauscht worden, dieses Rennen. Unfassbar. Kannst ja fast ein Formel 1 Auto mit leisten. Bestimmt, ja. Complete, go now. Lashi raus. Heftiger? Er steht halt wirklich mitten auf der Strecke. Es gibt einfach keine Safety Cars in diesem Spiel. Kein Safety Car. Deswegen gibt es in Monaco keine. Die Leute stehen komplett quer und parken auf der Strecke. Es gibt keine. Wahrscheinlich wegen Ghosting oder was weiß ich was, aber. Kannst da wirklich null darauf setzen, dass eins kommt, weil. Ich habe jetzt schon mehrere, die wirklich quer standen und. Wenn es da kein Safety Car gibt, dann. Leg mal ich nach dem Tunnel da, die Schikane. Ich keinen Flügel hatte. In die Wand, das geht nicht. Jetzt ist auch mal in der letzte Runde hier, 38. Das ist letzte Runde, ist korrekt. Stern hat keinen Sprit mehr. Was? Der ist auf der Gerade nur noch mit 120 gefahren. Der Julian hat ihn fast noch überholt. Julian hat gewonnen. Ja. GZ. Der hat ja jetzt den letzten Sektor eine halbe Sekunde aufgeholt, ne? Ja, er hat keinen Sprit mehr gehabt. Der ist nicht auf der Station mit 120 gefahren. Die sind ins Ziel rein.
Aber er war auch vorher unter 3 Sekunden, ne? Ja, er war bei 2,6 oder so. Ich denke mal, Steini musste am Ende richtig Sprit sparen, deswegen hat er wahrscheinlich extrem früh hochgeschaltet, deswegen hat der Julian immer beim Schnolligen so viel gut gemacht. Okay. Ja, schneller konnte ich als die beiden vor mir. Wir sind zwar nicht in den Top 10, aber wir haben zumindest Monaco überlebt. Auf P11. Könnte schlimmer sein. Weniger Ausfälle. Safety Car wäre nice gewesen, ey. Da hätte ich ordentlich Positionen geholt noch. Da waren einige mit Strafen vor mir. Aber das Spiel gönnt halt einfach absolut keine Safety Cars hier. Ja, Julian, GZ? Ich habe 0,4 mitgenommen. Am Anfang halt mit Julian und Max einen richtig geilen Fight gehabt. Also wirklich nur 3-4 Runden. Dann ist Max in die Box. Ich habe Führung übernommen. Ich gucke so drauf. 0,0. Hups. Und dann war ich nur noch am Lift and Coasten bis zum Ende jetzt. Ich hatte noch 5 Runden vor Schluss. Also noch minus 0,1. Also habe ich auch gedacht, ey, jetzt. Ihm hat am Ende auch Lift and Coast des Todes machen dürfen, ey. Ich und bin so 3 Sekunden, ey. Scheiße. Bin mit 0,06 das auf die letzte Gerade draufgefahren. Haben einige sich gedacht, wenig Sprit und dann, ne, gab es keine Safety Car. Ja, Safety Car war doch Safe Call eigentlich. Auch bei den, aber also bei den ganzen Unfällen, warum kommt da keins? Ich bin an 3 Leuten vorbeigefahren, die wirklich komplett quer auf der Strecke standen. Die hat halt aufgegeben und sonst ist nur Nascha also, oder so gestorben. Ja, aber was zur Hölle war da mit Galdir, Pörre und Walle los? Also, ich meine, mich hat's nicht gestört. Ich war halt Roadblock, glaube ich. Galdir hat den Start gut erwischt, aber ist nicht vorbeigekommen und hing dann mega hinter mir und ich war super langsam. Ja, und dann kam Perry noch dazu und dann waren die beide nebeneinander hinter mir und ich wurde dann irgendwie in die Wand gedützt von einem von denen. Pass auf, ich erkläre kurz, was passiert ist. Ich habe halt einen guten Run auf Galdir gehabt und er hat mich halt super aufgehalten. Ich muss halt vorbei. Deswegen war ich neben Galdir. Wir haben zeitgleich gebremst. Ne, er hat sogar einen Ticken später gebremst, halt, weil er einfach stumpf hin reingerutscht. Also das war... Ich habe niemanden berührt, ich war einfach nur da. Baldo, hat's am Ende nochmal geguckt, wie viele Flügel? Also kurz vor Ende waren es schon 33 Flügel, die getauscht wurden. Aber am Ende waren es 36. Und ich hatte keinen Tausch. Ich hatte allein 2. Ich hab sich zusammengefahren. Allein 5. Ganzes Rennen war der Mari erstmal im ersten Stint hinter mir und im zweiten Stint hat er mich undercuttet und dann war ich hinter ihm die ganze Zeit. Aber ey, Freunde, wir haben Monaco überlebt, jetzt können wir uns auf Baku freuen, das macht doch direkt viel mehr Spaß. Wer hatte denn jetzt eigentlich schnellste? Steini. Steini. Guck mal, Steini, das gibt nochmal extra BOP-Punkte. Ja, und Quali. Quali gibt auch nochmal, das ist super, Hammer. Tschüdelö, bis dann. Vielen Dank fürs Mitfahren. Ja. Infos zum nächsten Samstag folgen und ja, man sieht sich. Jo, und die Tabelle ist auch rein. Tschüss. Ja, ich mach da gar nichts erstmal.